Stopp. Aber jemand anderen darf hier fragen, oder? Du darfst jemand anderen fragen. Entschuldigung? Du musst weiterreden, der kennt sich nicht aus. Verzeihung? Der könnte ja was sagen. Fuck, warte, stopp, du rennst vorbei, okay. Pass auf! Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute ein sehr, sehr spannendes Video. Ich habe euch auf Instagram und auch auf YouTube dazu aufgerufen, den ersten Link in meiner Infobox zu folgen. Gemeinsam mit Social Swap verlosen wir heute einen Preis im Wert von 1000 Euro. Einen Nike Off-White Sneaker gibt es heute zu gewinnen. Ja, und jetzt gibt es einfach eine fucking Rolex im Wert von 10.000 Euro. Von Social Swap für euch. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach den ersten Link in der Infobox anklicken, die Schritte, die ich euch in den Videos erkläre, befolgen und ihr seid automatisch bei dem Gewinnspiel dabei. Großes Dankeschön. Social Swap, eine dezentrale Exchange, auf dem ihr eure Kryptos nicht nur halten könnt, sondern auch in einem Pool zur Verfügung stellt und dadurch bis zu 100% auf eure eigenen Kryptos bekommt. Und dadurch, dass ihr Geld von Social Swap bekommt, habt ihr auch kein Risiko, weil das Geld ist von Social Swap. Das geht innerhalb von ein paar Schritten, ein paar Minuten und ihr seid dabei und nehmt bei dem Gewinnspiel teil. Und ich suche mir 5 Leute aus diesen Leuten, die alle Schritte befolgt haben, sind wirklich nicht viele, die dann gegeneinander antreten, um eine Rolex im Wert von 10.000 Euro. Das ist kein Spaß, das ist kein Scam, das ist kein Bullshit. 5 Leute von euch. Beim letzten Gewinnspiel haben das nicht so viele geglaubt und da waren die Chancen sehr, sehr hoch, da mitzumachen. Diesmal wird es genauso sein, weil die meisten von euch zu faul sind, diese paar Schritte, die wirklich schnell gehen, zu befolgen. Also Rolex gewinnen, indem ihr einfach auf einen Link klickt und die Schritte befolgt. Zurück zum Video, let's go! Richtig fetter Preis, Freunde. Deswegen unten sofort mitmachen, gibt es nur was zu gewinnen. Wurscht, ob man gewinnt oder nicht, es gibt trotzdem was zu gewinnen. Das macht keinen Sinn, oder? Egal, wir gehen direkt zu den Bewerbern. Auf der einen Seite haben wir heute den Nico, ist das richtig? Flo, perfekt, komm mal her zu mir. So, du hast den Schritten, servus, grüß dich. Du hast den Schritten unten gefolgt, wie schwierig war das? War schnell einfach, sag ich. Perfekt, hast du dich gefreut, wenn wir dich ausgesucht haben? Ja, Du bist extra woher angereist? Aus Gänsendorf. Also ist ja nicht so weit. Und zum anderen haben wir, da haben wir es, schon langsam werden es zu viele, Max, den Max. Servus, Max, grüß dich. Auch du hast Bock auf Nike Off-White Sneaker? Jawohl. Ihr habt keinen Plan, was euch heute erwartet? Nein. Gut, perfekt. Ich werde es euch gleich sagen, aber ich habe heute noch, du hast natürlich den Ton noch nicht vorbereitet, gell? Super! Eine mentale Unterstützung, den haben wir schon mal gesehen. Den lieben Max Ratzenböck. Servus, grüß dich. Oh, ganz vorsichtig. Von bei den Damen an. Schön, dass du heute da bist. Die Unterstützung von einem von den Finalisten. Scheinend, ja. Ist da irgendeiner besonders sympathisch? Beide sehr unsympathisch. Super, perfekt. Dann suche ich den ersten aus. Ich gehe mit dir. So, folgendes. Was wird uns erwarten? Wir machen einmal kurz einen Switch und gehen mal in diese Richtung. Kommt einmal mit mir. So, ist ja super entspannend, oder? So ein Spaziergang im ersten Bezirk in der Kärntner Straße. Das ist das Beste, das ich mir vorstellen könnte jetzt. Macht natürlich sehr viel Spaß. Für euch ist es aber eher unpraktisch, denn wir haben hier von Social Swap 2 so nette Augenmasken. Ups, sehr gut, eine haben wir schon verloren, dankeschön. Eigentlich hättest du das gleich halten können, das ist nämlich deine. Was wir nämlich machen, Freunde, ist, wir gehen von A nach B. Wir zwei natürlich sehend und ihr zwei mit verbundenen Augen. Wir gehen von hier bis hinter den Stephansdom, das sage ich euch ungefähr schon die Richtung. Wisst ihr, wo Rassairo? Bis dorthin gehen wir und wer als erster von euch da ist, hat gewonnen und bekommt den Schuh. Okay. Wir zwei gehen mit euch gemeinsam, wir dürfen euch aber keine Hilfeleistungen geben. Wir dürfen euch nicht sagen links, rechts, vorn, hinten, sondern wir dürfen euch nur sagen, ja, oder wir halten euch nur fest, wenn im letzten Moment was passiert, oder? Wenn es brenzlig wird und zum Beispiel ein Fiakerpferd kurz vorm Aushauen ist. Ja, dann retten wir euch im letzten Moment, das dürfen wir. Aber wir dürfen euch keine Hilfeleistungen geben, weil wir treten auch gegeneinander an. Weil wir treten auch gegeneinander an. Genau, wir spielen um die Gage, die du heute bekommst, dafür, dass du da dabei bist. Gut, alles wenn klar. Wenn du gewinnst, kriegst du die doppelte Gage. Wenn du verlierst, muss ich nichts zahlen. Passt. Passt? Gut, perfekt, dann macht das Ganze nämlich auch gleich viel mehr Spaß. Ah, wenn ihr euch nicht zurechtfindet, dann dürft ihr natürlich Leute ansprechen. Das wünschen wir uns. Okay. Wir wünschen uns, dass ihr Leute ansprecht. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel verwirrt seid und auf einmal wieder in die falsche Richtung geht, dann dürfen wir nichts sagen. Okay. Okay. An das wird sich gehalten. An das wird sich gehalten. Nur weil es dein Video ist. Nein, an das wird sich gehalten. Gut. Kein Schummeln. Man darf nur zweimal schummeln. Was jetzt? Kein Schummeln. Nur zweimal. Okay. Das sind die Regeln. Viel schwieriger ist es gar nicht. Das heißt, bitte Augenbinden auf. Ja, was noch? Eine Frage noch. Ja. Wo gehen wir hin? Genau. Hinter Stephansdom. Hinter Stephans Schullerstraße 18. Dort ist der Schuh. Wer als erster dort ist, kriegt den Schuh. Ha?
1000 Euro ist er wert und mehr gibt's nicht zum Sagen. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, ich bräuchte. Perfekt, super. Dann sind alle ready, würde ich sagen. Ihr geht's vielleicht ein bisschen auf die Seite rüber. Wir gehen ein bisschen auf diese Seite. Achso, ja, du weißt ja nicht wohin. Dann legen wir los. Ah, wir werden noch eine GoPro montieren. Wer will die GoPro? Perfekt, ihr nehmt die GoPro. Top, die werden wir auch noch kurz montieren. Das ist natürlich extra Gewicht, das darf man nicht vergessen. Und du bist startklar. Gut schaut das aus. Perfekt, dann würde ich sagen, ah, mein Gegner hätte ich fast vergessen. Nico. Flo. Flo, genau, ist bei mir. Top. Hey, hallo, es geht noch nicht los. Stopp. Und dreh dich wieder über rechts. So, gerade ausgerichtet. Auf die Plätze, okay. Fertig, kann schon gehen. Okay. Fertig. Geradeaus. Los. Los, geh groß, geh groß. Du weißt schon, wenn du wo dagegen rennst, rennst du dagegen. Ja, du musst schon. Aha, du weißt eh ungefähr. Ja, das ist. Das war noch nicht so gefährlich, deswegen habe ich mir gedacht, da muss ich noch nicht. Solange noch vorne sind, es, er hat recht, es geht um einen 1000-Euro-Schuh, da kann man schon mal ein bisschen Gas geben. Geh weiter, geh schneller. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ich darf da keine Richtung sagen, aber geh schneller. Es ist nichts im Weg. Es ist nichts im Weg. Oh mein Gott, er gibt gescheit Gas. Wir sind urweit vorne. Steht ja die Kärntner Straße vor, weit und breit. Kein Mensch, außer die Menschen, die da sind. Ja, aber bis jetzt schaut das nach einem Epic Win aus. Mit mehr Mut. Stell dir vor, du gehst ins Bernabeu vor 85.000 Leuten. Da geht man doch auch anders raus. Let's go. Oha, die holen schon wieder ein bisschen auf. Aber bleib ruhig, bleib ruhig. Ich glaube, da muss ich was sagen. Muss ich da was sagen? Geh leicht rechts. Geh leicht rechts. Da ist nämlich Polizei. Imagine, er wäre ins Polizistenauto reingelaufen. Das Blöde ist halt irgendwann. Irgendwann ja. Muss man links. Ne? Ja, aber derweil ist noch. Oh, schau, die Leute weichen ihm eh aus. Oha, fuck. Ihr schummelt sicher. Na. Soll ich nicht die Leute reinlaufen lassen? Ja, ich habe ihn schön am Mistkübel reinlaufen lassen. Oha, oha. Ja, warte. Okay, ich hab dich. Alles gut, alles gut. Ja, das wäre blöd gewesen. Wir können nicht kein Kind zusammen laufen lassen. Speed up. Scheiße, okay. Du kannst schneller. Nicht sagen, er soll schneller gehen. Wieso darf ich das nicht sagen? Ich sage ihm keine Richtung. Geh schneller. Ich sage ihm keine Richtung. Ja, aber sollen wir einfach mal ein bisschen joggen? Okay, die laufen. Wir laufen auch. Oh nein, du laufst mir ein. Stopp. Ah, sehr gut. Okay, weiter. Okay. Fuck, warte, stopp, du rennst rein, okay. Pass auf! Entschuldige, Verzeihung. Oh, boah, der ist in den Zahn gelaufen. Der ist in den Zahn gelaufen. Das machen wir nicht. Vorsicht, da geht er. Jetzt das Laufen los, man. Nein, das wollte ich nicht. Scheiße, die sind in den Zahn gelaufen. Die haben mit Stress mit jemandem. Die haben schon. Oha. Ja, für mich ist gut, ne? War nicht Absicht. Bitte, Verzeihung. Oha, die sind beim reingelaufen. Das Joggen lassen wir. Ja, vielleicht hätten wir das wo machen sollen, wo nicht so viele Leute sind, gell? Ich glaube, das macht es erst lustig, ne? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der ist dem schon noch an mich reingelaufen. Haben wir eh keinen Wetter? Nein, er hat mich angemotzt, ich habe mich entschuldigt. Aufrichtig entschuldigt. So, pass auf. Ich vergiss manchmal, dass du nichts siehst. Das ist schlimm. Aber das hat uns natürlich wieder einen Vorsprung besorgt. Du fühlst dich, wie ist das so, wenn man einfach blind dahin geht? Ja, ab und zu ein bisschen so Gleichgewichtsstörungen, aber ja. So geht's eigentlich dabei. Stopp. Okay, geht schon. Aber du gehst ja einfach so, hast du keine Angst, dass du dagegen läufst? Ja, ich bin groß und schwer. Okay. Ja, also, ach scheiße, die sind da vorne schon. Hey, was macht der da für eine Technik? Was macht der für eine Technik? Der darf ihn nicht anschieben. Immer wenn ich dir sage, nach rechts oder nach links, geht es nur darum, dass du sonst in den reinlaufen würdest. Was? Sonst gebe ich keine Richtungsangaben. Weißt du, wo das Geschäft ist genau? Ja. Sehr gut. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen schneller. Wir gehen schneller. Okay, jetzt kannst du schneller gehen. Oha, oha, okay. Ja, das geht. Boah, stopp. Müssen wir nicht in diese Richtung? Fangst du mir jetzt? Nein, den anderen. Also. Der Christkindmarkt abbiegen. Wir gehen nach rechts. Pass auf. Du laufst in wen rein? Ja, warte, du musst aber. Du kannst nicht immer gerade. Ja. Ja, bald muss ich irgendwo links. Schätze ich mal, ne? Links. Ja, der Syrup ist ja irgendwo vom Stephansdom, wenn man davor steht. Ja, wo würdest du sagen, ist der Stephansdom? Der hilft ihn, der schiebt den an. Hörst, Max, du gibst ihn in eine Richtung. Ich pass auf, dass keiner du da. Du hast ihn so rübergeben, ja, wir haben es genau gesehen. Nein. Vorher, zur Erklärung, wir sind zwei Leuten reingelaufen und da habe ich nur die Hand nicht dort gehabt. Okay. Ja, wo habe ich ihn gerade rübergeschrien? Nach rechts, ne? Relativ gut. Also das darf man natürlich nicht. Den da in eine Richtung leiten ist natürlich nicht erlaubt. Da muss er schon selber drauf kommen. Okay, von hier aus machen wir es so, du fragst jetzt einfach, okay? Weil der Max... Leute, okay. Ja, frag einfach. Oder, ich bewahre dich nur mehr davon, nirgendwo reinzulaufen, okay? Du rennst jetzt genau in den Straf. Schau, das, ja, was das darfst du nicht. Da reinlaufen? Nein, du hast ihn in die richtige Richtung. Da,
So, okay. Nicht in eine Richtung geben. Das ist so deppert. Okay. Langsamer, langsamer, langsamer. Langsamer, langsamer, langsamer. Langsamer, langsamer. Ja. So. Ja, Max macht genau das Gleiche. Langsamer. Langsamer. Achtung. So. Weiter probieren, weiter probieren. Nur, dass du nirgendwo anläufst. Ja. Läuft ganz gut soweit. Ah, Scheiße. Ist da? Da und da. Okay, geh gerade weiter. Halt, Vorsicht, sonst rennst du rein. Danke. Okay, schon weiter. Stopp, der Baum. Da ist ein Baum. Genau. Vorsicht. Vorsicht, langsamer. Ich mein jetzt gerade. Du gehst jetzt gerade. Hinterm Stephansdom vorbei oder aufs. Nein, das haben wir nicht geschafft, weil da habe ich dich nicht hinlotsen dürfen. Das heißt, wir gehen jetzt schon in der Schullerstraße gleich, oder? Du. Achso, du darfst nichts sagen, entschuldige. Ich darf auch nichts sagen. Langsamer. Okay. Achtung! Nein, jetzt hat sich der Alte hier entschuldigt. Das muss auch nicht sein. Langsamer. Ja, langsamer. Ja. Ja. Vorsicht, langsamer. Also bei der Lipizzaner, genau, der schwarze Lipizzaner, man kennt ihn. Bei der Fiaker, oder? Ja, ja, sozusagen. Aber wie weiß er, wann er dann da ist? Ja, okay. Da muss ich dann irgendwie fragen, glaube ich. Ja, das wäre dann. Pass auf, wenn du jetzt bei der Fiaker bist, ich weiß nicht, wo das Geschäft ist. Du musst das die wissen. Die Schulerstraße. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Gut, langsamer, langsamer. Oh, nein. Ja, nein, okay. Wo ist denn der Syrup oder so? Keine Ahnung. Soulbox. Einfach geradeaus. Da läuft jetzt gleich an jemanden an. Vielleicht kannst du jemanden fragen. Verzeihung? Kannst du mir jemanden? Ja, was? Ich sehe ja nicht, wo jemand ist. Ja, ist richtig. Aber, aber jemand anderen darf ich ja fragen, oder? Du darfst jemand anderen fragen. Entschuldigung? Du musst weiterreden, der kennt sich nicht aus. Verzeihung? Ja, er könnte dir auch was sagen. Ja, sag halt was. Ist die Frage. Ich suche die Schulerstraße. Ich suche ein Geschäft. Könnten Sie mir weiterhelfen? Nein, die Schulerstraße sagt man nicht. Okay. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Langsamer. Ja, genau. Danke, super. Ja. Ja. Sehr gut. Mhm. Ja, gut. Ich sehe die anderen nicht. Das ist gut. Ja, wir sind in der richtigen Richtung. Oh. Oh. Okay, und jetzt bist du an einem Punkt, wo du überlegen solltest vielleicht. Was mache ich jetzt? Verzeihung. Ja, sag, da steht wer. Ist da jemand? Ja. Könnten Sie mir weiterhelfen? Ich suche ein Geschäft, Syrup. Ja, in der Schulerstraße. Bin ich schon in der Schulerstraße? Ich komme nicht aus Wien. Okay. Also ich bin mehr neu hingezogen. Aber okay. Was gibt's denn da? Vorsicht. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ich sehe die anderen gar nicht. Geh einmal. Wenn's da Hindernis hast. Ja. 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 Entschuldigung. Verzeihung. Okay, danke. Er hat Bast schon gesagt, obwohl er noch nicht einmal was gesagt hat. Wie viel habe ich schon geholfen eigentlich? Also so wirklich geschummelt. Würdest du sagen, habe ich schon mal? Vielleicht einmal. Also einmal kann ich noch, oder? Wenn du da unsicher bist, dann. Wer kommt mir irgendwie entgegen? Nein, du kannst geradeaus weitergehen. Okay. Ich sehe die anderen nicht. Da, du gehst rechts, ja genau. Speed up, geht. Ja, Speed up bringt mir nichts, wenn ich in der falschen Straße bin. Ja, ich kann da nicht helfen. Oh, ah ja, wenn ich gewinne, dann muss ich auch nichts zahlen. Ja, dann hilft mir. Ja, ich darf nicht helfen. So, da kommt eine Dame, deswegen gehen wir einen Schritt nach rechts. So, an der Stelle muss ich mich kurz nochmal einschalten, Freunde. Das ist kein Joke, 10.000 Euro, eine Rolex im Wert von 10.000 Euro für euch. Einfach ersten Link in der Infobox, ihr kriegt eure Wallet, ihr seid mit SocialSwap verbunden, kriegt 20 Dollar geschenkt, könnt das selber, das in den Pool reinstaken, so heißt das, wird alles im Video noch erklärt und seid dann automatisch im Gewinnspiel dabei, wo 5 Leute genommen werden und die 5 Leute treten dann gegeneinander an. Im Kampf um die Rolex. Ich will noch nicht so viel verraten, es wird sowas in Richtung Sneaker festhalten vielleicht. Zurück zum Video, let's go. Oh, ja, gut machst du das. Ich sehe die anderen nicht. Ich wette, die haben sich verlaufen. Auf einmal die Mädchen, die sind schon drin. Oh. Jetzt kommen die Reklamen. Wow, du. Solange nichts passiert. Wie fühlst du dich? Was denkst du, wie weit bist du noch entfernt? Ich habe gar keine Ahnung. Okay, aber glaubst du, bist du schon ziemlich nahe, oder? Ja, also wenn ich das gut interpretieren kann, was du sagst, dann schon. Weil, was interpretierst du leicht? Erst, die gehen schon viel zu lang, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Aber willst du dann irgendwann einmal wen fragen? Ja, wenn man wer entgegenkommt, dann habe ich keine Stimme. Entschuldigung. So, links, links.
Ja, genau. Darf ich mal wieder wen fragen? Ja, sicher, aber jetzt ist gar keiner da. Entschuldigung. Ist da irgendwo Syrup-Geschäft oder Soulbox? Könnten Sie mir weiterhelfen? Bin ich in der Schullerstraße? Nein. Oh, wissen Sie, wo die Schullerstraße ist? Ja. Könnten Sie mir das sagen, bitte? Jetzt einmal rechts und dann nochmal rechts. Ich bin im Gas gegangen. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Okay, kann mir irgendwer über die Straße helfen? Ich schaue, ob kein Auto kommt. Okay. Ist es da? Ich kann nichts sagen. Ja, setz mal eine Maske auf, bevor du in irgendein Geschäft reingehst. Frag mal, wo du bist. So, die Dame war hilfreich, gell? Ja. Gut. Aber jetzt weiß ich nicht, wann ich wieder rechne. Ja, ist klar. Oh, da ist ein Auto, da müssen wir stehen bleiben, weil da ist ein Zebrastreifen. In welchem Geschäft bin ich denn gerade? Sarah. Ja, you made it! Congrats, du hast es geschafft. Gratuliere. Geil. Du bist mit verbundenen Augen jetzt safe 1,5 Kilometer gelaufen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast es geschafft und das bedeutet, ihr habt den Schuh schon hergerichtet. Du hast gewonnen. Perfekt. Einen Nike Off-White Sneaker. Wir wissen noch nicht mal, wo die anderen sind. Gut. Gut. Links. Links. Ja. Rechts. Dann kommt der Laterne. Ja, genau. Gut. Und jetzt geradeaus. Geradeaus. Gut. Du bist 1,5 Kilometer mit verbundenen Augen zu Fuß gegangen. Wie hat sich das angefühlt? Ja, also am Anfang relativ unangenehm, weil es nichts siehst, aber dann... Das mit dem Mistkübel war, glaube ich, ein bisschen unangenehm, gell? Ja, hätte schlimmer sein können. Okay. Über ja, 1,5 Kilometer, jetzt waren wir relativ schnell, glaube ich. Wir waren ziemlich schnell, du bist gesprintet. Werden. Oh, 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 oh. Ah, schau mal, wer schon da ist. Das tut mir sehr kann... leid. Ja, ja, aus. Wir sind da. Ui, wir haben es leider vor euch geschafft. Wo wart's denn ihr? Ich habe nicht gewusst, wo das Geschäft ist. Das ist eher suboptimal. Ah oh, ja, suboptimal. Aber danke, dass es nicht... Aber was ändert das? Du weißt das sowieso nicht. Du gibst dem sowieso keine Hinweise, wo er hin muss. Wenn die Leute... Ich weiß ja nicht einmal die Straße. Ich weiß gar nichts über das Geschäft. Doch, das habe ich dir vorher gesagt. Du hast gesagt, ich muss mein Handy auf Flugmodus wegen diesem wegen der Audio spielen. Darfst du eh nicht? Du musst ja nicht wissen, wo die Straße ist. Ich habe ihn auch nicht angeleitet. Wir haben zwei Leute gefragt. Und? Ja. 50% davon waren hilfreich, 70% davon waren nicht sehr hilfreich. 50 und 70 sind 120. Das ist ja eigene Mathematik. Ja, deswegen seid ihr vermutlich auch Zweiter. Das ist natürlich sehr blöd. Ich würde sagen, ihr könnt natürlich auch zuschauen, wie er sich seinen Gewinn abholt. Ich glaube, die haben den schon super vorbereitet. Ah, weißt du, sein Gewinn, der fühlt sich schon irgendwie ziemlich gut an. Die Zweiten werden die... Letzten sein, richtig. So. Servus, grüß euch. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist dein Gewinn. Danke. Herzliche Gratulation. Vielleicht schaust du mal rein, ob er dir eh gefällt. Wenn nicht, dann hast du Pech. Ja, da meine Freude. Gratulation, sehr, sehr schöner Schuh. Mein Gewinn ist eine fehlende Rechnung. Freut mich natürlich auch so. Und für dich? Ja, gratuliere den Gewinner. Danke. War es aber lustig zu mitmachen? Ja, lustig war es definitiv. Nicht fair sein. So, vielleicht einmal kurz in die Kamera grinsen, na sicher. Brauchen wir zwar nicht, aber es ist immer sehr, sehr lustig. Danke fürs Mitspielen. Gell? Dankeschön. Danke für... Ich weiß jetzt nicht für was, aber und danke. Bei dir auch, gell? Sehr, sehr gut gemacht. Unten ersten Link starten. Es gibt noch einen viel, viel größeren Gewinn. Bald für euch. Wenn ich sage viel, viel größer, dann meine ich das circa mal 10. Und das wird lustig. Deswegen bewerbt euch unten beim ersten Link. Folgt allen Schritten und kriegt sogar noch Geld geschenkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir das nochmal machen sollen, was euch am besten gefallen hat, wie hübsch ihr den Max findet. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Nein. Okay, das war's von mir, das war's von unseren Mitspielern, euer Maximilian.